Ja, wir sind wieder abgehoben und in der Luft und ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5. Ich will mal GTA 4 sagen. Ja, wir befinden uns mit dem Ultraleichtflieger, keine Ahnung, was es hier für ein Flugzeug ist, kenne ich mich jetzt nicht so aus, in der Luft und er brennt bzw. raucht. Ja, er raucht schon ein bisschen, weil die Polizei uns natürlich wieder das Leben etwas schwerer machen wollte, als es dann letztendlich sein soll. Und ich habe mir natürlich für heute, beziehungsweise für jede Folge, der Propeller. Gut, das lasse ich dann einfach, wir stürzen übrigens gerade ab. Ich habe das Fahrwerk schon mal ausgefahren. Ja, okay, wir befinden uns im sehr, sehr leisen Sinkflug. Und, das war es dann jetzt. Ich wollte eigentlich zur Strandpromenade fahren, beziehungsweise fliegen. Oh, ja, cool. Jetzt sind wir... Oh, nein, der drückt uns runter. Wir spielen heute übrigens mit Trevor. Und wir haben tatsächlich einen Wrack hier gefunden. So, ich muss jetzt mal... Oh. Das war auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg für dieses Let's Play. Und ja, egal. Wir werden auf jeden Fall weiter im Text gehen. Ich wollte eigentlich auf der Strandpromenade landen, aber... Ich glaube, ich sollte meine Skills noch ein bisschen erweitern, indem ich die Story spiele. Aber ich habe ja jetzt Urlaub und da kann ich dann auch endlich mal mich ein bisschen an die Story begeben und... da ein paar Missionchen dann machen. Egal. So. Achso, markiert ist ja noch. Dann schnappen wir uns ein Auto. Irgendwas Schnelles. Und vielleicht machen wir am Ende dann nochmal so einen ganz kleinen Amoklauf. So einen Amok-Walk quasi. Hallo? Hallo, willst du mein Freund sein? Oh. The devil is at it again. Franklin, bist du es? Scheinbar nicht. So, natürlich haben wir als Trevor auch noch die ein oder andere Waffe dabei. Also, wir sind auf jeden Fall mal wieder perfekt ausgerüstet und könnten eigentlich wieder zum Stripclub gehen. Naja, okay. Und, ja, es ist irgendwie ein bisschen diesig heute, so ein bisschen nebelig. Ich weiß gar nicht, warum. Ist das für ein blödes Wetter? Ich wollte eigentlich heute nochmal so einen schönen Strandausflug machen, mir die Promenade etwas genauer anschauen. Und ich habe natürlich noch eine Kleinigkeit in der Hinterhand, die ich euch gerne zeigen wollte oder mir auch selber zeigen wollte. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert. Hatte jemand in den Kommentaren geschrieben. Und ja, wir probieren ja jede Folge aus, etwas zu zeigen oder mal so ein Easter Egg und so zu machen. Kommt übrigens dann jetzt in nächster Zeit auch mehr, weil ich dann etwas mehr Zeit haben werde, hoffe ich. Wobei irgendwie ist schon wieder so viel geplant. Ja, auf jeden Fall sollen dann auch mal so Easter Egg folgen, also wie findet man dies und das oder wie funktioniert das, wie findet man den Geist, wie findet man den Bigfoot, irgendwie sowas, Triathlon soll auf jeden Fall noch kommen, aber dafür muss ich dann teilweise auch wirklich die Story mal weiterspielen, aber da soll ich dann ja jetzt eigentlich mal zukommen. Naja, heute haben wir etwas Kleineres vor. So, und natürlich kommt auch die ein oder andere Fail- und Death-Folge nochmal. Ich weiß nicht, wie ich das dann mache, vielleicht alle 10 Folgen oder einfach, wie ich gerade Lust und Laune habe oder je nachdem, wie viele Videos ich gerade habe, wo irgendwie gute Ausschnitte drin wären. Aber irgendwie ist das gar nicht so schwer. Also hier ist immer irgendwas Lustiges. Man kann einfach so durch die Gegend laufen. Und dann so machen. Free Hugs, hey! Die hat ja schon wieder so eine Hose an. Das ist bestimmt die Schwester. Oder einfach hier, die mit dem Kleid. Oh, nee. Eigentlich wollte ich das hier machen. Oh, das war daneben. Ist jetzt tot? Moment, ich mach mal Wiederbelebung. Moment. Ah, ich bin daneben geflogen. Ah, ich wollte sowieso mal ganz kurz was ausprobieren. Moment. Da gab's doch auch hier so eine tolle Funktion mit dem Handy. Da haben wir natürlich auch schon ein... Mann, jetzt muss ich das schon wieder zensieren wegen euch. Ist das so ein... Ist das ein Herz? Ist das nicht das von Titanic? Von der Kate? Oder wie die da hieß? So, Foto machen. Aber natürlich, wer GTA nicht GTA, wenn man nicht... nein, ich will jetzt eigentlich gar nicht. Alter, tu das Handy weg!
Muss ich mich... musst du bei Xbox Live angemeldet sein? Ich möchte jetzt aber nicht da... Dann lösche ich das halt wieder. War sowieso nicht so schön. So, ich kann natürlich auch das hier machen. So, Moment, Moment. Alter, guck doch mal ein bisschen freundlicher. Komm, mach mal so ein Duckface. Viele Haare hat er ja nicht mehr. Moment, Moment. 3, 2, 1. Naja. Naja, löschen wir wieder. Ich muss mich dann mal nächstes Mal wieder bei Windows Live, will ich schon sagen. Oh, sorry. mal wieder hier im PlayStation-Gedöns-Dings da anmelden. Ach, mir geht das mittlerweile echt auf den Senkel, dass man sich überall anmelden muss. Meine blöde Xbox muss sich anmelden, mein PC muss sich anmelden, die PlayStation will sich anmelden, dann kommt noch die Xbox One und die PlayStation 4. So, da hinten seht ihr die Strandprobe, beziehungsweise wir sind ja an der Strandprobe. Moment, ich muss mal dir kurz den Kaffee... Oh, oh, oh. Oh. Oh, sorry. Oh. Ah, oh, Mist, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das hier machen. Au! Ey! So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die Polizei wieder loswerden. Ja, ich wollte euch eigentlich so ein bisschen die Strandpromenade beziehungsweise noch einen bestimmten Abschnitt zeigen. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinlaufen soll. Das regt mich übrigens auch so ein bisschen auf an GTA 5. Muss ich ehrlich sagen, wenn man hier irgendwas auszusetzen hat, dann für mich ganz persönlich, dass die Polizei einfach sehr hartnäckig nach einem sucht. Und das dauert immer viel länger als bei GTA 4, bis die Sterne wieder weg sind. Und man kriegt auch automatisch... Ich weiß gar nicht, nach welchem Kriterium das gemacht wird, irgendwie kriegt man auch ziemlich leicht dann 2 Sterne schon, wenn die eine bestimmte Zeit nach einem suchen. Und 2 Sterne wegzukriegen ist dann schon wirklich schwer. Und ja, das stört mich so ein bisschen. Also teilweise ist es ein bisschen, ist es schon, geht so an Simulation ran und manchmal ist es wieder so casual-artig und das mit der Polizei ist irgendwie dann wieder viel zu schwer, um Spaß zu haben, weil man dann auch mitten in der Mission oder so, dann hat man auf einmal die Polizei hinter einem. Naja, okay, da hinten ist übrigens berühmte Kunst. Ist gut, genug der Kultur. So, wo wollte ich denn? Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich wollte jetzt eigentlich kurz mal zum Friseur, aber da kam die Polizei. Ach, die Polizei ist wieder weg. Ich weiß gar nicht, wo waren die denn? Ich laufe mal weiter hier. Wir können uns hier so ein bisschen die Shops angucken. Piercing gibt's hier, ey. T-Shirts und Items. 2 for... Achso, 2 für $10. Sunglasses. So. Ja, aber... Sag mal, kann man sich hier nichts mehr kaufen? Hm, weil so ein bisschen Energie tanken wäre natürlich ganz cool. Ah, ich habe die Stelle gefunden. So, für alle weiblichen Zuschauer, die gezwungen wahrscheinlich von ihrem Freund oder ihrem Mann dann hier zugucken. Hier mal ein paar richtige Männer. Ja, oh, oh, oh. Mist. Ausgerechnet heute ist Ladies Tag. So, ich muss mal kurz... Moment. So. Achso. Alter. So. Okay, jetzt die Betty noch. Oh, nein. Oh, dann löscht das doch. Prolabs. Gesponsert. So, ja, komm. Streng dich mal richtig an. Komm, die Muskeln. Komm, ja, ja. So. Okay. Na gut. Ich mach dann da irgendwie ein Thumbnail oder so. Hau ich gleich bei Facebook mal raus. So. Ja, okay. Das ist die Jacqueline hier. Und das ist die Cindy aus Marzahn. Hey there, Gott, wer will denn so eine Frau haben? Ja, es tut mir leid, das war jetzt nicht geplant. Eigentlich trainieren hier echte Männer. Aber heute ist... Oh, oh, wow, wow. Alter, ich geh weg. Tschö. Ja, wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Ich finde, das ist eine sehr interessante Ecke. Ich wusste nicht, dass hier Frauen trainieren, aber...
Emanzipation und so, ihr wisst schon, ne? Da muss man natürlich dann auch mal hier den Platz räumen für die weiblichen Hantelheberinnen. Ja. Okay, ja, ich würde sagen, wir gehen mal wieder in die andere Richtung. Wir haben nämlich noch etwas Spezielles vor. Was? Was? Wie? Oh mein Gott. Sunday Post. The Sunday Post. Boah, es wäre natürlich cool, hier noch so ein Eis zu kaufen. Aua! Das hat wehgetan. Moment, Moment. So, jetzt ist ihm erstmal sein Smartphone aus der Hand gefallen. Ich wollte jetzt keine bestimmte Marke nennen. So. Moment, ich habe ein williges Opfer. Oh, da hat er aber daneben geschlagen. So, in die Gruppe. Oh, daneben. Oh Gott, jetzt sind glaube ich alle hinter mir her. So, okay. Dann trainieren wir jetzt mal weiter für den Triathlon. Man braucht ja so einen kleinen Anreiz, dass man dann hier auch läuft. Kann man eigentlich nach hinten gucken? Ja, genau. Moment, dann brauche ich ja... Oh, ich brauche eigentlich mehr Finger zum Spielen. Hm. Weil, wenn man sprinten will, muss man ja A drücken und dann... Oh, die Polizei ist wieder hinter mir her. Oh, 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 die ist aber schnell heute. Nein, ich glaube, das schaffen wir nicht. Hui, 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 hui. Boah, das dauert jetzt wieder ewig. Na egal. Ich glaube, die kommt gar nicht auf den Strand. So. Hallöchen. Oh. Sorry, ich wollte mich dazulegen, aber... Was? Wie? Du bist berühmt? Ich schmeiß mich dir zu Füßen, Baby. Naja. Seid ihr eigentlich schon mal gegen ein Surfbrett gelaufen? Nein? Dann machen wir das heute mal. Au. Das macht auf jeden Fall viel Spaß. Das macht schon... Das müsst ihr auch mal ausprobieren. Einfach springen. Und dann so. Dann ist man irgendwann eine Wasserleiche. Okay, ihr wisst oder ihr ahnt wahrscheinlich schon, wo ich ungefähr hin möchte. Ja, zu diesem Jetski. Aber wo genau? Ach, vom Live... Ah, von der hier, von den Baywatch-Leuten für Arme. Das Mobil. So, aufpassen. Auf den Felsen sind wir schon mal gestrandet. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf gefährliche Mission etwas weiter hinaus in die Tiefen des Pazifik. Und mal gucken, ob wir da einen kleinen Freund von uns finden. So, die Welle noch mitgenommen? Ja, okay. Dann vielleicht noch einen Blick nach hinten. Ja. Auf Wiedersehen, schöne Welt. Man könnte natürlich auch... Ich kann kein Selbstporträt machen. Wahrscheinlich fällt er dann runter. Okay. Ein Segelboot können wir natürlich auch nehmen, aber das ist mir, glaube ich, ein bisschen langsam. Man müsste eigentlich so da drüber springen können. Naja, wir passen besser auf. Sonst hänge ich da wieder irgendwie im Segel. Ich kenne mich doch. Okay, ich weiß gar nicht, wie weit es hier geht, aber wir sollen auf jeden Fall laut Aussage bestimmter Leute, die mir das zugeflüstert haben, etwas weiter hinausfahren. Und da gibt es dann diesen, ja, Räuber des Meeres. Hui! Ist das weit genug? Ich hab keine Ahnung. Wir sind... Oh! Ja, liebe Freunde, willkommen, wenn ihr gerade einschaltet. Wir sind hier beim Überleben in der Wildnis. Nee, ausgesetzt in der Wildnis, genau. Ausgesetzt in der Wildnis mit einem Jetski im Pazifik. Und bekleidet nur mit einer Hose und einem Hemd. Und ein paar Waffen. Wir bräuchten eigentlich eine Harpune oder sowas. Die ganzen Waffen bringen uns gar nichts. Hui. So, ich glaube, das reicht. Oh Gott. Oh. Oh oh.
Achso, ich wollte eigentlich gar keine Waffe nehmen. Okay, das ist kein Hai. Ich sollte mal... Ah! Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Warum schlage ich eigentlich immer? Alles noch freundlich. Vielleicht war das noch nicht weit genug. Wo ist denn der Hai? Na, wo ist denn der Hai? Ah, der kann auch nicht so... Oh, 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 ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn! Also auf der Karte natürlich. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er! Hallo! Moment, ich muss mal ein Foto machen. Oh, geht gar nicht. Wow! Hallo? Tauchen mit einem Hai. Für Anfänger. Ich glaube, der mag... Der hat wahrscheinlich Angst vor Trevor. Hallo? Ah! Hallo? Ich ärgere den jetzt ein bisschen. Der hat irgendwie gar keinen Bock auf uns. Oder spielt der nur mit uns? Nein! Nein! Alter! Erfolg freigeschaltet. Zu tief für dich. Ja, okay. Das war dann unser spektakulärster Tod auf jeden Fall. Ja, liebe Freunde, das war die Hai-Folge. Es hat ja gut funktioniert, hätte ich gar nicht gedacht. Cool, dass wir den mal gefunden haben. Nächstes Mal finden wir dann eine Riesenkrake oder werden wieder von diesen muskulösen Frauen da zusammengeschlagen. Wobei, die haben uns noch nicht zusammengeschlagen, aber die wollten, glaube ich, die wollten ihr Territorium verteidigen. Ja, okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In der nächsten Folge machen wir dann irgendetwas anderes total Spannendes mit Trevor. Wobei, wir könnten ja eigentlich nochmal ganz kurz gucken, was wir hier in unserem Arsenal haben. Irgendetwas mit Wumms, Ja, die V, nein. So, vielleicht eine ganz kurze Verfolgungsjagd noch. So, okay, na, natürlich nur wegen dem Geld. Das hat ja einen spielerischen Sinn. So. So, ja. Hm. Ich würde das übrigens auch gern mal mit Maustastatur spielen, wobei, ob die das umgesetzt werden, kriegen, wenn es dann überhaupt so eine Version gibt. Eine PC-Version, was ich ja noch nicht so, ja, ich bezweifle es noch so ein bisschen. Vielleicht in einem halben Jahr oder so. Dann, ja, mit der Tastatur und dem Maus war das ja irgendwie auch nicht so toll zu steuern. Ich glaube, dann lieber mit dem Pad. Na komm, na komm! So! Oh! Na komm, na komm, na komm! Na komm, Freundchen! Die Kugel kannst du behalten. Wo seid ihr? Hä? Ach, der liegt da unten. Da kommt der nächste. Kollege! Moment. Ah, Mist! Na komm, na komm, ein bisschen haben wir noch, ein bisschen haben wir noch, ein bisschen haben wir noch. Boah, die Schrotflinte hat übrigens eine richtig hohe Reichweite. So, ich glaube, der ist tot. Ist der tot? Der ist nicht tot. Ist der tot? So, die Tür ist noch... Ah, der lebt ja noch. So, wir sollten uns vielleicht langsam mal ein Auto schnappen. Ach komm, nehmen wir das. Ist doch egal, es macht doch nichts. So, 4 Sterne. Hatten wir eigentlich schon mal 5? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt. Oh, erstmal klar. In aller Seelenruhe, während die Windschutzscheibe schon platzt. Einfach mal den Wagen kurz schließen. So, okay. Reifen ist noch ganz, ist gut. Das ist gut. Wow, Alter. Na, die Hecke mitgenommen.
was eine Drehung. Huiuiui, ich glaube, ganz Los Santos ist gerade hinter uns her. Huiuiuiuiuiui. Sollten wir auf jeden Fall öfters machen, das macht super viel Spaß. Ah, Mist. Ja, klar, den Heli einfach mal während der Fahrt mit der Pistole runterholen, das ist ja gar kein Problem. Na, ja, leider ist die Uzi leer. Oh Gott, wir haben nicht mehr so viel Energie. Vielleicht sollten wir einfach mal... Genau. Wir können natürlich in die Tankstelle jetzt fahren. Ihr wisst ja, was mit so einer Tankstelle passieren kann. Hui! Nein! Mann, wie ihr seht, ist schon ein Rad leicht in Mitleidenschaft ge... Ja, eine gute Idee. Einfach mal ein bisschen ins Ländliche rein. Nicht, dass wir jetzt vom Tiger, Puma oder was auch immer hier gerissen werden. Eieieiei. Alter, warum fahre ich hier überhaupt lang? Nein! Nein! Ich... Okay, komm, dreh. Wow. Okay. Heute einfach querfeld ein. Wir kennen keine Grenzen. Polizei offensichtlich. Ach, das war gar keine Polizei. So, ein bisschen hier lang und dann... Wir fahren einfach in die Hügel. Vielleicht findet uns dann keiner. Wow, da, nein! So viel... Wow, Alter. Ja, gut, das war's dann wirklich, nachdem wir vom Hai getötet worden sind. Ist jetzt noch das Auto explodiert. Ja, heute war alles mit drin. Und in der nächsten Folge wird's dann aber noch besser, das verspreche ich euch. In dem Sinne dann, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss.